Ich kündige den nächsten Redner an, Igor Jasin. Igor ist langjähriger sozialistischer Aktivist in Russland unter den schweren Bedingungen der Putin-Herrschaft. Er ist Mitglied im Vorstand der unabhängigen Journalistengewerkschaft und Aktivist LGBTQI-Bewegung. Comrades, on March 18th, Putin got around 77% of votes in the presidential elections, according to the official figures. Genossinnen und Genossen, am 18. März hat Putin nach offiziellen Zahlen 77% bei den Präsidentschaftswahlen erreicht. However, the Russian regime is far from being stable, and it has got a new blow recently after the introduction of new sanctions over poisoning a former Russian spy in Britain. Trotzdem ist das russische Regime alles andere als stabil und ihm wurde ein neuer Schlag versetzt mit den kürzlichen Sanktionen im Zusammenhang mit der Vergiftung des ehemaligen russischen Spions in Großbritannien. But the main change, the main challenge for the regime is developing inside the country. Aber die Hauptherausforderung für das Regime entwickelt sich innerhalb des Landes. Since the elections, we have already seen huge mobilizations unfolding in Moscow region and in the city of Kemerovo in Siberia. Seit den Wahlen haben wir große Mobilisierungen in der Region um Moskau gesehen und auch in der Stadt Kemerovo in Sibirien. We have seen thousands of angry people demanding governors of these regions to resign, and some people even demanding Putin's resignation. Tausende Menschen haben, tausende wütende Menschen haben den Rücktritt der regionalen Regierung und teilweise sogar den Rücktritt Putins gefordert. In Kemerovo, over 60 people, including 41 children, were killed in a fire in a shopping center last Sunday. In Kemerovo sind letzten Sonntag bei einem Brand in einem Einkaufszentrum über 60 Menschen, darunter 41 Kinder, gestorben. And this horrible tragedy is a good illustration of how rotten is the capitalist system in Russia. Diese Tragödie gibt ein sehr gutes Bild davon, wie verkommen das kapitalistische System in Russland ist. Now both local and federal governments are scared that they fear that this tragedy can become a catalyst for new protest. Die regionalen und landesweiten Machthaber haben jetzt die Sorge, dass diese Proteste eine Art Katalysator für neue Proteste sein können. Comrades, there is no way we can call Putin's regime the lesser evil. Es gibt keinen Grund, Putins Regime als kleineres Übel zu bezeichnen. The Russian imperialism may be weaker than American or European ones, but it's not better in any way. Der russische Imperialismus mag schwächer sein als der amerikanische oder europäische Imperialismus, aber er ist in keiner Weise besser. It acts very aggressively and hypocritically towards many neighboring countries and also in Syria. Er tritt sehr aggressiv und sehr aggressiv gegenüber benachbarten Ländern, aber auch in Syrien auf. People across Russia are fed up actually with all the, that nationalist propaganda and all the Russia's involvement in conflicts abroad. Im ganzen Land gibt es Leute, die von nationalistischer Propaganda abgestoßen sind und auch davon, wie sich Russland in Konflikte außerhalb des Landes einmischt.
And this Kremlin's propaganda doesn't work effectively when people see how much the government spends on arms and military operations and how little on social care. Die Propaganda des Kreml verliert an Überzeugungskraft, wenn die Menschen sehen, wie viel die Regierung für Waffen und für Krieg ausgibt und wie wenig sie für soziale Sachen ausgibt. It doesn't work when people see how the rich oligarchs and the rich officials get richer and the poor get poorer. Oder wenn die Leute sehen, dass die Oligarchen und die Superreichen immer reicher werden und die normalen Menschen immer ärmer werden. Over the last few years, the Russian government has adopted a big number of different repressive laws attacking the rights of women, LGBTQ people, national minorities and other oppressed communities. In den letzten Jahren hat die russische Regierung viele repressive Gesetze erlassen zu Ungunsten der Rechte von Frauen, LGBTQ-Leuten, also Homosexuellen, Transgendern und so weiter, nationalen Minderheiten und anderen unterdrückten Minderheiten. A year ago, a horrible story developed in the Republic of Chechnya, where dozens of gay men were tortured and killed in secret prisons. Vor einem Jahr hat sich eine grausame Geschichte in Tschetschenien ereignet, wo Dutzende schwuler Männer zu Tode gefoltert wurden in Geheimgefängnissen. As usual, the Russian government denied any responsibility, saying that there is no enough evidence and that it's all about Russophobia and the media war against Russia in the West. Die russische Regierung leugnet jede Verantwortung dafür und sagt, wer das behauptet, ist einfach nur russlandfeindlich und das ist Teil des Medienkriegs des Westens gegen Russland, zu behaupten, dass das Regime da was mit zu tun hätte. However, this tragedy could not have happened without all that state-sponsored homophobia and without adopting the law against so-called gay propaganda 5 years ago. Aber diese Tragödie hätte sich niemals ereignet, wenn es nicht die staatlich geförderte Homosexuellenfeindlichkeit gäbe und wenn nicht vor 5 Jahren das Gesetz gegen sogenannte Schwulenpropaganda erlassen worden wäre. It's in these circumstances it's very difficult for us to argue for a socialist approach for the LGBTQ emancipation. Unter diesen Umständen ist es für uns sehr schwierig, für eine sozialistische Herangehensweise an die Frage für die Befreiung von LGBTQ-Leuten einzutreten. The dominant liberal approach says that LGBTQ people should somehow try to introduce good laws protecting LGBTQ rights. Die vorherrschende liberale Herangehensweise an diese Frage ist, dass sie sagen, LGBTQ-Leute sollen einfach sich dafür einsetzen, dass bessere Gesetze erlassen werden, die dann den Schutz für diese Leute bringen. Our approach is different. We have always insisted on linking the tasks of LGBTQ liberation with social struggles, democratic demands and the need for a socialist transformation of our society. Unsere Herangehensweise ist anders. Wir verbinden ständig den Kampf für die Befreiung von LGBTQ-Leuten mit sozialen Kämpfen, mit demokratischen Forderungen und mit einem Programm der sozialistischen Veränderung der Gesellschaft. Over the last period, our organization we have been quite successfully involved in promoting the fight against homophobia in the workplace, in defending an openly gay journalist, our friend Ali Firouz, who was imprisoned in Russia for more than 6 months, and also in helping the victims of the crackdown on gay people in Chechnya last year. In letzter Zeit waren wir sehr erfolgreich
beteiligt darin, den Kampf gegen Homophobie am Arbeitsplatz zu führen, indem wir beispielsweise den offen schwulen Journalisten Ali Firouz verteidigt haben, der von dem Regime für mehr als 6 Monate inhaftiert wurde, und indem wir die Leute unterstützt haben, die Opfer der Unterdrückung von Homosexuellen in Tschetschenien geworden sind. What we really need is to show the working class people in Russia and internationally that the oppression of LGBTQ and other minorities is just a part of the general capitalist system of oppression and exploitation. Was wir der arbeitenden Klasse in Russland und auf der ganzen Welt zeigen, ist, dass die Unterdrückung von LGBTQ-Leuten und anderen Minderheiten Teil des gesamten kapitalistischen Systems der Unterdrückung und der Ausbeutung sind. And the only way out of this nightmare is to fight together for the social liberation of all working class people and the poor, and to, in this struggle, to overcome our prejudices. Und wir zeigen, dass der einzige Ausweg aus diesem Albtraum ist, gemeinsam für die soziale Befreiung aller arbeitenden Menschen und Armen zu kämpfen und auf diese Art auch über Vorurteile hinwegzukommen, indem man eben gemeinsam kämpft. Thank you.